Zum Beispiel bin ich in einigen Organisationen engagiert. Ja, und das ist, ich fände es eine sehr seltsame Einstellung zu sagen, alles, was passiert, hat seine Richtigkeit, also halte ich mich aus dem Ganzen raus. Das ist einfach halt was, was meiner Ansicht nach nur über den Verstand laufen kann, weil es dieses natürliche, die natürliche Hilfsbereitschaft, mit der Menschen halt geboren werden, mit der sie von Natur aus ausgestattet sind, leugnet. Gibt es eine bestimmte Ebene, auf der Sie trotzdem mit allem einverstanden sind? Ja, ich muss sagen, aus einem ichhaften Bewusstsein, das hat so einen Fehlersuchmodus. Das ist die ganze Zeit, was stimmt da nicht? Weil einfach dieses Ich nicht stimmt. Und dann schaut es, wie kann man das verbessern? Was stimmt da nicht? Da ist also grundsätzlich was verkehrt an dem Ganzen. Ja, und deswegen kommen diese Hilfsversuche dann oft sehr so dogmatisch. Und ohne das ist einfach taucht ein natürlicher Hilfsimpuls auf, aber es ist kein mit der Welt stimmt was nicht oder mit euch stimmt doch was nicht, dass ihr das zulasst oder sowas, sondern einfach, es ist halt ein Geschehen und die Hilfe ist genauso ein Geschehen. Und das ist Frieden mit beiden. Wesentlich scheint mir auch, und Sie schreiben das auch in Ihren Büchern, so dieser Aspekt, dass man selber eben nicht der Steuermann ist oder die Steuerfrau seines Ja. Lebens. Aus Ihrer Sicht wären wir so eine Art Gefäß, das ständig von Gedanken durchspült wird. Von Gedanken, von Wahrnehmungen, von Gefühlen jeder Art, Sinneseindrücke jeder Art. Bedeutet das in letzter Konsequenz, dass wir null Einfluss auf unser Leben haben und auf das, was wir tun oder nicht tun? Ja, wer ist dieses Wir, der da Einfluss haben könnte oder nicht? Was ich sage, ist, da ist niemand, der Einfluss haben könnte. Niemand auf dem Beifahrersitz, niemand auf dem Fahrersitz. Das heißt, es gibt weder Schuld noch Unschuld, gibt es auch weder Unschuld gibt es meinetwegen, aber Schuld gibt es nicht. Schuld Aber gibt's nicht. Schuld ist was zum Beispiel, wenn ich in Ihr Auto reinfahre. Ja? Und wir würden sagen, wer zahlt jetzt dafür? Dann wäre das wahrscheinlich ich. Ja? Also auf dieser juristischen Ebene ist Schuld schon ein sinnvolles Prinzip. Welcher Organismus zahlt dafür? Der, der es verursacht hat, aber nur in dieser juristischen Welt. Würden Sie sagen, dass das, was zum Beispiel, was der Buddhismus beschreibt oder im Hinduismus, ist das das, was Sie quasi, dieses Bewusstsein, in dem Sie sich befinden? Ich glaube, dass es von der Essenz her dasselbe ist. Und wie bei allen Religionen oder spirituellen Wegen, finde ich, dass es verwirrend erscheint, wenn das verbunden wird mit Reinigungsprozessen und mit Techniken und Praktiken und diesen ganzen Sachen, die ich eben eher als therapeutisch beschreiben würde, die also deswegen nicht sinnlos sind, aber die eben eher den Anschein erwecken, als wäre Ichlosigkeit was, wo man viele Inkarnationen braucht, um da mal hinzukommen und wo man Karma abtragen muss und wo man dies und das machen muss und Stufen erklimmen muss und so weiter. Und das glaube ich, dass das bei allen Religionen oder spirituellen Richtungen im Lauf der Zeit eher durch die Schüler dazu gekommen ist, dass die gesagt haben, irgendwie so einfach kann es ja nicht sein und dann da Wege sich dazu ausgedacht haben, wie man da hinkommt. Aber ich glaube, dass die Essenz von, also die, worum es eigentlich geht in diesem ganzen Buddhismus, Hinduismus und auch Christentum ursprünglich, dass es darum geht, dass Ichlosigkeit einfach Fakt ist. Dass es einfach, dass Trennung eine Illusion ist. Und dass es jetzt schon so ist und dass es keine 20 Inkarnationen braucht oder 20.000 Inkarnationen braucht, um das mal zu erkennen.
weil so schwer ist es nicht. Das heißt, es ist ein unmittelbares Geschehen und eben, warum ist es trotzdem so schwer, sich dessen bewusst zu werden? Es gibt ja nicht wenige Leute, die danach suchen und trotzdem gelingt es nicht so vielen Menschen, diese Vorstellung des Ichs aufzugeben. Ich glaube, dass das eben vor allem dadurch kommt, man fängt sich dieses Ich ein oder diese Vorstellung, dass man Ich wäre. Jetzt mal so ganz simpel gesagt, als Kind kriegt man das irgendwie rein und gleichzeitig kriegt man das Gefühl, dass daran was nicht stimmt. Und dass man, und man fühlt sich irgendwie ein bisschen wie, also erstmal getrennt von allem und dann irgendwie, das mit mir stimmt irgendwas nicht, so ungefähr. Das ist dieses Gefühl. Und dann geht man los und sucht, wie man das heilen kann oder wie man ins Paradies zurückkehren kann, nachdem man sich da verstoßen fühlt. Und dann fängt man an zu suchen und dann sucht man zum Beispiel bei Religionen und die Religionen erzählen einem, dass man Sünder ist und seine Sünden abbüßen muss oder dass man einfach, dass man zu sehr im grobstofflichen Körper verhaftet ist und auf feinstofflichere Ebenen vordringen muss und so weiter. Man kriegt einfach so Pläne, die man abarbeiten sollte und Techniken, die man machen sollte und die lassen das einfach so verwirrend erscheinen und lassen es immer so erscheinen, boah, da ist dieser Meister und der hat was, was ich noch lang nicht habe. Und dann schauen die Meister auch immer so heilig und so weiter und das, und man denkt, jo, so heilig bin ich aber nicht. Und das ist halt, und dadurch erscheint es halt, als wäre das was, was jetzt denen vorbehalten ist, die super ultra klar sind und schon ganz viel meditiert haben oder was weiß ich. Also die Religionen lassen es so erscheinen, als wäre es eine endlose Stufenleiter. Und das ist, was es verwirrend macht. Und weil das Ich das einfach auch gern aufgreift, also dieses imaginäre Ich, was sagt mit mir, stimmt was nicht, aber jetzt weiß ich, wie es geht und jetzt habe ich den Plan und jetzt bin ich schon wieder besonderer als diejenigen, als die Ungläubigen oder die Uneingeweihten oder die, die noch nicht so viel, was weiß ich was, meditiert haben oder so. Und diese Besonderheit gefällt dem Ich recht gut und da kann man drauf aufbauen. Ich bin also schon ziemlich weit. Noch nicht da, aber schon ziemlich weit. Liebt das Ich. Also, Leute werden immer heiliger und damit hat es aber nicht so viel zu tun. Okay. Also ich hätte vielleicht, wenn Empfehlung, aber ich habe nicht wirklich eine Empfehlung, aber wenn Empfehlung, dann hätte ich in denen, ich glaube, dass sehr, sehr viele Leute, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, manchmal das, dieses Erleben eben auch haben, dass kein, dass einfach kein Ich da ist oder dass dieses Einssein da ist. Das Erleben von Einssein. Ich glaube, dass das sehr viele Leute kennen. Und dass das dann so ist, dass man meint, ah, das ist es. Und wenn das aufhört, dass man dann eben dieses Gefühl hat, so jetzt bin ich aus dem Paradies rausgefallen oder jetzt habe ich wieder was, jetzt mache ich wieder was falsch, oh verdammt, da bin ich wieder, so ungefähr. Und wenn ich eine Empfehlung hätte, dann wäre das nicht so sehr nach diesen Glücksmomenten oder diesen Einsseinsmomenten zu suchen, sondern zu schauen in diesen ganz banalen Erfahrungen, wo man im Stau steht zum Beispiel, ja, oder gerade die Bahn verpasst hat oder diese ganzen Beispiele oder die Wohnung schaut aus wie ein Saustall. In diesen Momenten zu schauen, ist denn da was anderes als nur Erleben, nur Gedanken, Gefühle, Sinneseindrücke? Ist da ein Ich, was das Ganze macht oder zusammenhält oder steuert oder sind da nur Gedanken und Gefühle und Sinneseindrücke? Das ist der. Okay, Sie haben ja auch einen Verlag, wo Sie bestimmte Autoren, sehr interessante Autoren, also verlegen. Wie würden Sie so die Linie Ihres Verlags beschreiben? Das ist eigentlich auch so die, würde ich sagen, die Linie bei uns im Verlag, dass es eben nicht darum geht, schau, wie weit ich bin und wie heilig ich bin und du kannst da auch hinkommen. Aber du hast diese Erfahrung natürlich noch nicht gemacht, aber das könnte kommen. Ja, sondern das ist einfach, dass das die Wirklichkeit ist und dass die, dass das Ich eine Illusion ist, die sich da drauf gesetzt hat. Und dass deswegen, wenn diese Illusion wegfällt,
wir trotzdem nicht irgendwie, dass es trotzdem nicht die ganze Zeit nur Rosen regnet. Und dass nur noch heilige Gedanken kommen und dass die ganze, dass es ein einziges Wonnebad ist oder so, sondern Gefühle kommen und manche von denen hat man lieber als andere Gefühle. Also zum Beispiel, dass Freude ein schöneres Gefühl ist als Ärger, finde ich ziemlich offensichtlich. Das ist auch nicht der Sinn von Ärger, dass der genossen wird. Das ist einfach nicht so vorgesehen. Ja, und deswegen gibt es bei uns Bücher, die keine Versprechungen machen und die nicht sagen, es ist ein langer Weg und die nicht sagen, hier die Techniken, da wo ich bin, da kannst du auch hinkommen. Sondern schau in deinem Erleben, ist denn da, was meinst du mit ich, was ist damit gemeint? Schau in deinem Erleben. Und das ist, finde ich, so die Linie in unserem Verlag, dass da keiner sich zur Autorität aufschwingt und den anderen sagt, wie es sein sollte oder so, sondern einfach schau für dich selbst. Du bist die Autorität, niemand sonst. Also ich nehme aus dem heutigen Gespräch jetzt mit so eine Nuance von, es ist vielleicht eh schon alles da. Womöglich ist es gar nicht so schwierig, wie man glaubt, sozusagen. Es ist nicht schwierig und es ist nicht leicht, weil es nichts ist, was man machen kann. Ja. Aber wenn Sie sagen, es ist vielleicht eh schon alles da, dann könnten wir auch schauen, ja, was denn nicht? Was ist denn nicht da? Ja, da könnte ich jetzt antworten, dieses, man erwartet sich so eben so ein Gefühl von Ganzheit. Mhm. Also ich würde jetzt sagen, okay, es ist vielleicht schon einiges da, aber ein vollkommenes Gefühl von Ganzheit ist ja wohl nicht da. Ja. Okay, also da ist so ein Gedanke, der sagt, Ganzheit müsste sich so und so anfühlen. Das ist es jetzt also noch nicht. Ja. Ja. Also der Gedanke ist schon mal da. Ja, das stimmt. Und der Gedanke weiß einfach vielleicht nicht so genau, wie sich Ganzheit anfühlt. Hat aber eine Vorstellung, wie das sein müsste. Zufriedenstellend, so rundum zufriedenstellend. Ja. Jetzt Zufriedenheit, ja, ich weiß nicht. Also ist zum Beispiel, stellen Sie sich vor, angenommen, jetzt ist völlige Ichlosigkeit, ja, so, und Sie gehen in einen Film, auf den Sie sich gefreut haben, und der Film ist aber todlangweilig. Oder Sie bestellen sich was zum Essen und es schmeckt ganz furchtbar. Welches Gefühl ist da passend? Zufriedenheit oder Unzufriedenheit? Unzufriedenheit. Ja, genau. Also, dass Unzufriedenheit aufhören muss, ist einfach wieder eine von diesen Vorstellungen, diese Idealisierung, die das Ich so macht. Aber was natürlich aufhören kann, würde ich auch so sehen, ist diese grundsätzliche Unzufriedenheit. Ja, Unzufriedenheit mit dem Leben oder Unzufriedenheit mit sich oder so. Das ist was vielleicht aufhören kann. Aber dann muss nichts dazukommen, was das ersetzt. Und Unzufriedenheit hört auf. Letzte Frage. Wie stehen Sie dem Sterben und dem Tod gegenüber, von diesem Bewusstsein aus, wo Sie sich jetzt befinden? Jede Nacht lassen wir den ganzen Körper und alles weg und sind. Und da ist nur dieses Nichts. Und das ist was, wonach wir uns sehnen. Oh, jetzt kann ich endlich ins Bett. Wo ist da der Schrecken? Mm. Und am nächsten Morgen taucht alles wieder auf. Ja, oder nicht. Je nachdem, wie die Nacht gelaufen ist. Ja gut, ich danke Ihnen. Ja, ich danke auch.